So, wir machen jetzt ein kurzes Video in Video, weil ich euch was zeigen möchte und was erklären möchte. Die Diskussion geht ja darum, was macht ein All Black Produkt nochmal viel krasser? Und wie kannst du dich darüber absetzen, ohne dass es jetzt einfach nur ein schwarzes Outfit ist, so simpel. Schwarzer Hoodie, schwarze T-Shirt oder Sweatjacke oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht per se schwarz, aber ich zeige euch 2, 3 Beispiele. Aber das Piece in ganz schwarz wird schon unfassbar viel ausmachen. Alleine, weil ich dieses Detail so sehr liebe, das ist mein Margiela-Code. Der ein oder andere, der mir bei Instagram auch folgt, hat den schon gesehen, weil ich den auch in Paris gerockt habe. Den habe ich vom Backyard Archive und auch Kanye hat den in einem GQ-Interview gerockt. Ich fand seinen Fit trash, to be honest. Aber mein Fit war nicht schlecht, würde ich mal sagen, bei Instagram. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben oder in den Chat, wie ihr mein Fit fandet. Yay Kelly 1, yay 2. Könnt ihr mal in den Chat schreiben. Aber was ich hier zeigen will anhand der Konstruktion von dieser Jacke, was ein super, super subtiles Detail ist, aber so viel Spezies, Würzung, so viel Flavor dazu gibt, ist einfach, dass die hier, wenn ihr das seht, eine Naht eingefügt haben. Hier. Also sie haben hier noch eine Zusatznaht eingefügt, so eine Ziernaht, die hat an der Konstruktion an sich, das ist der Ärmel, ja? Der ist der Ärmel, ja. Die hat so an der Konstruktion an sich es gibt keinen Effekt bezüglich irgendeiner technischen Funktion. Es ist wirklich nur eine dekorative Art und Weise, was die hier gemacht haben. Und dieser Effekt macht so viel bei dieser Jacke aus, das ist unfassbar. Das ist ein unfassbares Piece. Das haben die hier bis hier oben hingezogen, also bis zum Kragen. Warte, ich zeig's euch mal, damit ihr es seht. Hier diese Naht. Diese Naht ist geisteskrank. Diese Naht macht dieses Ding so gestört. Ich zeige euch das einmal. Damit ihr versteht. So. Hier, das ist. Ah, auf Kamera kommt das nicht so krass. Auf Kamera kommt das leider nicht so krass. Da, seht ihr, das steht hier einfach. Das flappt. Das macht in echt so viel aus bei dieser Jacke. Die Jacke ist dumm gut. Ja, ich sag euch ehrlich, Corby, krass. Corby, ich weiß auch nicht, warum ich sofort match mit allem. Aber die Jacke ist geisteskrank. Die Jacke ist doch, die ist crazy. Ja, aber auf jeden Fall, das mit der Farbkombination und so weiter, natürlich, bla bla, die Farbe macht sehr viel aus, macht, aber dieses Detail einfach, dass der Arm immer so, seht ihr, der sieht immer gerade aus, der ist immer in Form, im Shape sozusagen, das macht herbe was aus. Das ist so ein subtiles, kleines Detail. I love it. Das, wie gesagt, das geht bis hier oben hin. Das finde ich sehr krass sowieso, dass das sehr viel was ausmacht. So wenn man sagt, ey, kleine Details für ein All Black Outfit, was jetzt nicht All Black ist, aber ich wollte euch einfach so ein super kleines Detail zeigen, was ich krass finde. Was halt nicht aufwendig ist in der Produktion oder so weiter und so fort. Das ist eine Naht. Aber ich weiß nicht, warum wenn ich streame, immer meinen Kleiderschrank auseinandernehmen muss. Aber was ich halt auch super, super interessant finde, sind halt Stoffe. Klar, hier das hier zum Beispiel hat halt auch noch einen geisteskranken Schnitt. Dies, das, die Schnitte sind auch crazy. Aber alleine der Stoff macht schon übelst viel aus. So übertrieben viel aus für mich. So auf Gargamel angelehnt.
So, klar, der Schnitt ist crazy, dies, das, aber der Stoff macht halt auch schon, er gibt auch schon was ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl. Auch ein bisschen Obdachlosen-Type-Beat. Aber ja, so, ich finde halt, dass es nicht nur Schnitt ist und hier, ne, Big Pockets und so und Pockets im anderen Material, das macht auch schon viel aus, dieses, okay, hier hat man sowas, so natürliche Baumwolle mit eher so einem, also einfach nur vom Vergleich her, ne? Das ist ja jetzt eher so Polyester oder sowas. Und das ist jetzt halt Baumwolle. Dass diese Kreuzung voneinander ganz sick ist. Und das ist so für mich der Fokus, boah, der Stoff macht etwas Besonderes aus. Aber halt auch zum Beispiel, wo ich auch sage, boah, der Stoff macht hier auch nochmal voll viel aus, ist zum Beispiel hier auch bei dem Cord. Das heißt, ich finde, wenn man, oh, no nudity, wenn man sagt, so, boah, okay, was macht ein All-Black-Outfit nochmal krass oder wie kann man das nochmal steigern, ist halt auch Stoff. Und das hier, dieser Cord von Heide Ackermann ist das. Die letzte Jacke war vor, also dieses Polyester-Baumwoll. Die Kombination, ich glaube, es ist Polyester und Baumwolle. Müsste ich gleich mal nachschauen. Das ist von N&Demi-Meister gewesen. Und ja, die blaue Jacke war von Magella. Ja, macht halt übelst viel aus. Das macht übelst aus. Hier zum Beispiel, das gibt im Vergleich zu dem hier, alleine wenn ihr jetzt nur vom Material ausgeht, gibt das hier bisschen mehr Richness, so ein bisschen, es gibt ein Gefühl von Geld, wohlhabend, mehr durch dieses Cord-Material und das glänzend und das so hochwertig aussieht, was hier ein bisschen weniger so stattfindet. Das ist, glaube ich, eher so ein Fashion, das hier ist eher so ein Fashion-Piece, was man als so, ne? Aber das kann auch ein reicher Obdachloser sein, aber auch. aber ich finde, es gibt so vom Gefühl her, aber so sehe ich das. Ihr könnt ja auch eure Meinung gerne in den Chat oder in die Kommentare schreiben. Daher würde ich einfach sagen, dass abseits vom Cut, der unnormal wichtig ist, auch die Auswahl der Stoffe ist. Ja. Aber schreibt mir gerne, wie gesagt, in den Chat, Kommentare rein, was ihr sagt. Ist Cut over Fabric oder Fabric over Cut? Also Cut 1 oder Fabric 2? Was ist für euch wichtiger bei einem Piece? Und was macht das Piece besonders, also bemerkenswerter?